Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen für die, die mich nicht kennen. Ich bin die Nasti. Wir ignorieren mal, wie platt und wie müde ich aussehe. Das wird jetzt wohl demnächst häufiger so sein. Die Kleine schläft einfach überhaupt nicht gut. So, wir gehen mal über zu dem zweiten Teil von einem gelben Monat. Ja, ich glaube, da kommt doch einiges weg, würde ich behaupten. Und ich muss auch ehrlich sagen, in den letzten 2 Wochen habe ich kaum geschafft, irgendwas davon wirklich intensiv zu benutzen. Ja, es war wieder so eine Phase, wo einfach so ein Unwohlsein war und wo die Kleine so ein bisschen gekränkelt hat, ich ein bisschen gekränkelt habe, wie man ja auch ein bisschen sieht. Dennoch gehe ich mit euch die Produkte durch, weil ich habe für einige ja schon entschieden, dass ich sie aussortieren werde. Ich hole mal kurz die eine Kiste hoch. Hier ist das eine oder andere Produkt mit reingelandet, die schon aussortiert war, deshalb überspringe ich das. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Reinigungstücher. Julep Beauty, das ist halt offen, das würde ich für ein Projekt Empty mal anvisieren. Dann genau das hatte ich ja im orangenen Monat aussortiert, das ist aber in dieser Kiste drin. Dann Yves Rocher hatte ich im letzten Video und Asam im letzten Video aussortiert. Genau, dann habe ich von Burt's Bee auch nochmal Reinigungstücher, aber da die noch verpackt sind, würde ich die aussortieren. Die kommen dann in so ein Wanderpaket oder Tauschpaket, mal gucken. Ich hatte ein Massageöl von meiner besten Freundin bekommen, aber es riecht auch nach Lavendel. Sie weiß, dass ich Lavendel liebe. Ich werde es aber nicht benutzen. Deshalb sortiere ich auch das aus, da wäre sie mir auch nicht böse. So, dann habe ich hier 2 Produkte, ein Gesichtsöl und ein Bodyöl von Omorowicza. Ja, theoretisch würde ich es aussortieren, weil einfach ich so eine Phase habe, wo ich gar kein Öl fürs Gesicht oder für den Körper benutze. Ab und zu für den Körper habe ich es aber benutzt. Es ist ja auch noch gut. Es ist echt ein teures Produkt. Also ich meine, ganz ehrlich, 100 Euro für so ein Öl würde ich nicht empfehlen und auch selber nicht für ausgeben, obwohl ich ja Omorowicza mag oder gewisse Produkte von denen. Genau, also Estée Lauder hatte ich auch im letzten Video aussortiert. Dann habe ich hier so Ampullen. Das sind aber, glaube ich, Zellulite-Ampullen. Das sind so 2, 4, 6, 8, 10, 12. Die sortiere ich aus. Eine Tuchmaske. Die kann ich jetzt eigentlich zu meinen Tuchmasken mal packen und dann mal auch in einem Projekt Empty anwenden. So. Genau, also für Zellulitis, warum habe ich die Ampullen aussortiert? Das ist so ein bisschen ölig. Ich mag das einfach nicht zwischen den Fingern zu haben. Ich habe aber hier von Garnier diese Body Tonic gefühlt Ewigkeiten. Aber das verwende ich dann erst im Sommer. Lasse ich also in die, packe ich in die Sommerkiste. So, dann habe ich hier von Belle Cosmetics Laserline Eyeliner in so ein Neon, Grün, Gelb. Also, ja, ich habe es mal geswatcht. Ich werde es nicht benutzen. Also in so einem Bottich werde ich es auf jeden Fall nicht benutzen. So, genau, mein Bananenpuder bleibt erstmal noch. Wobei, so hell wie ich aktuell bin, hätte ich jetzt gesagt, ich sortiere es aus. Aber ich warte nochmal auf den Sommer und probiere es nochmal im Sommer aus, wenn man einfach mal ein bisschen mehr Farbe im Gesicht hat. Und dann entscheide ich, ob ich das behalte oder nicht. Also kommt es erstmal in die Schublade. Im letzten Video hatte ich gesagt, ich behalte das von Yves Rocher. Nein, ich sortiere es aus. Ich darf gar nicht anfangen mit so Produkten, wo ich auf jeden Fall nicht behalten will, immer wieder zu sagen, ach, ich krieg's schon irgendwie leer. Irgendjemand wird es schon nehmen und deshalb sortiere ich aus. Ach, kommt hier. So, Duschschaum hatte ich ja schon gesagt von Bettina Barty und das Deo stand ja noch im Raum. Ich liebe ja den Duft, aber ich könnte es einfach so sprühen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, weil als Deo hat mich das leider nicht überzeugt und
ich kann es trotzdem leer machen. So, Milk Cosmetics steht hier hinten. Die Gesichts... Wo ist denn die Mini-Gesichtspflege? Ach, die ist da unten. Zeige ich euch gleich nochmal. Ne, ich hol's mal hoch. So, genau. Also, Milk Cosmetics. Ich werde den Cleanser aussortieren. Ich habe so viele Reinigungsprodukte. Obwohl ich den halt gekauft habe, würde ich den trotzdem aussortieren. Ich habe auch von Milk jetzt intensiv nochmal getestet, ohne irgendein Make-up-Produkt und mit Make-up-Produkt. Also den kleinen werde ich behalten, aber den großen habe ich überlegt, echt auszusortieren, weil der ist super pflegend, aber ich finde, wenn man darauf kein Make-up gibt, ist der ein bisschen zu intensiv. Deshalb würde ich den großen weggeben. Ich sehe mich das nicht regelmäßig zu benutzen. Und es wäre schade, ein gekauftes Produkt vor allen Dingen schlecht werden zu lassen. Den kleinen behalte ich, weil er klein ist. Den kriegt man schon irgendwie leer. Genau, also Schuppa wurde dann in den letzten 2 Wochen auch weniger benutzt. Ist aber ein toller Duft. Den würde ich auch immer wieder nachkaufen. Genauso wie den blauen. Also die bleibt hier. Ich meine, Düfte habe ich auf jeden Fall einiges aussortiert, finde ich. Na toll. Ich habe jetzt gerade den Deckel kaputt gemacht vom Batiste Trockenshampoo. Ist nicht mehr viel drin. Dachte ich, landet mal auch in einem Projekt Empty von Elemis. Der Toner war klasse. Habe ich auch, wie gesagt, in den letzten 2 Wochen weniger benutzt. Würde ich den jetzt nachkaufen? Vielleicht. Ja, also der Duft ist toll, ne? Aber ich meine, es ist ein Tonic wie jeder andere auch. Dafür würde ich jetzt keine 9 Euro oder was es immer kostet ausgeben. Dann hatte ich mir eine Nagelpflege beiseite gelegt von M.A.S.A.R. Habe ich auch ein paar Mal benutzt, aber ich behalte das im Fokus, das bleibt da. MAC und Fasali. Ja, ein bisschen häufiger kam jetzt MAC im Einsatz, weil Fasali einfach nicht gut duftet. Würde ich auch nicht nachkaufen, das ist toll, wenn, ja, also ich müsste generell einfach sowas nicht immer nachkaufen, weil ich es halt nicht oft verwende. So, aus der ersten Kiste sind die gelben Produkte dann schon mal. Hier habe ich auch schon mal ein paar Sachen reingepackt, die für ein Projekt Empty eventuell in Frage kämen. Weil es muss auch hier Ordnung rein, Leute. Ja, ich war jetzt riesengroß shoppen, aber irgendein Content muss ich euch ja auch bieten. Aber auch natürlich, klar, wenn ein Produkt nicht funktioniert, warum soll ich es denn behalten? Es muss halt aussortiert werden. So, und jetzt kommen wir zu der schwersten Entscheidung überhaupt. Wir haben hier einmal von Coris das Golden Krokus Elixier. Elixier ist so eine Sache, dass ich es nicht zwingend bräuchte. So, jetzt habe ich Becker Elixier, Glow Elixier und Coris nebeneinander mal getestet. Mir gefällt das von Coris wesentlich besser. Ja, das wurde mir zugeschickt, aber hat ja nichts zu sagen. Ich habe ja auch einiges aussortiert, die mir auch zugeschickt worden sind. Becker hatte ich mir mal im Sale gekauft, aber nee. Also bei Becker sehe ich einfach nichts. Es riecht so krass geil nach Honigmelone, aber es macht einfach nichts mit meiner Haut zumindest. Es ist so zack wie weg und hier habe ich wirklich einen Glow-Effekt. Ja, so bei Becker auch schon irgendwo, aber wie gesagt, brauche ich 2 Glow-Elixiere? Nein. Wenn ich irgendwo anders noch ein Glow-Elixier habe, würde ich das auch gegeneinander testen und dann entscheiden, ob ich es behalte oder nicht. Hier habe ich von Fasali einen Liquid Highlighter, der muss in den Projekt Empty irgendwann landen, weil der einfach so lange schon offen ist. Aussortieren würde ich von Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Das hat so Schimmerpartikel und das genau gefällt mir nämlich nicht. Denn warum auch immer bröseln diese Schimmerpartikel, kommt weg. Colourpop. Eyeshadow Palette habe ich nicht so häufig benutzt, weil ich halt natürlich kaum Gelb anhatte und das natürlich zu keiner Farbe gefühlt gepasst hat. Aber ich glaube, das ist meine einzige gelbe Palette und deshalb würde ich sie behalten.
Ansonsten hätte ich sie aussortiert. Ich möchte eine gelbe Alternative haben. Würde aber trotzdem natürlich Stück für Stück, je nachdem welche Farben wir haben, mal die Paletten durchgehen und entscheiden, ob ich irgendwas aussortiere. Ich möchte Paletten auf jeden Fall reduzieren, noch mehr. Ich habe ja schon einen Lidschatten-Declutter gedreht, das glaube ich, habe ich gedreht? Ja, ich glaube, das wird noch kommen. Genau. Dann Lippenpflege von Tarte hat super bei mir funktioniert, müsste ich mir halt nur wieder ans Bett stellen, das bleibt. Dann habe ich hier so einen Neon-Liner, der ist noch zu, von LA Girl. Den werde ich aber auch behalten, weil den werde ich gerne im Sommer mal anwenden. So in so einem tristen Dasein, so Neonfarben, weiß ich nicht, finde ich so immer unpassend. Ich weiß gar nicht, ja genau das, das, oh oh. Bei einem ist der Deckel weg. Hier haben wir Larisé. In der Farbe 163 und 1611. Eins ist Kenzo. Oh, und das andere habe ich ehrlich gesagt vergessen, was das andere war. Habe ich aber auch nicht so häufig benutzt, weil Larisé funktioniert bei mir super. Ich wollte halt gucken, wie das mit dem Chopin funktioniert. Und habe mich an das Kerasilk, das Goldene, rangemacht. Da ich ja eine Flasche aufgebraucht hatte. So, neu zugezogen, aber nicht getestet, ist von Rival de Loupe. Sparkling Dreams Golden Serum. Bleibt jetzt erstmal. So, genau. Also ich habe hier Eyepatches sogar benutzt, Leute. Von JM Solution, die gibt es bei Amazon. Ja, das erzähle ich beim Aufgebraucht-Video. Die Tuchmaske von Yuti habe ich noch nicht benutzt. Also die hier, die ich hingelegt hatte, werde ich auch wahrscheinlich beim Projekt Empty machen. Hier habe ich jetzt ein gelbes Pigment. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Firma ist überhaupt. Der ist mir so schimmrig. Ich habe mal geswatcht, also den werde ich aussortieren. Der ist mir nicht weich genug und ja, ich will gelben Lidschatten haben, aber ich habe eins von L'Oreal und in der Palette zur Not, aber wirklich sehr schön, brauche ich noch nicht. Genau. Okay, von der dekorativen Kosmetik, ja, geht nichts weg. Den Mary Luminizer in der Miniatur fand ich ehrlich gesagt nicht so gut wie in der Palette. Ich habe aber die Palette verlegt und dadurch hatte ich das hier dann benutzt. Weniger war wumm, also nicht so meins, aber werde ich behalten. Zoeva Heritage ist ein Highlighter, werde ich aber immer als Blush benutzt oder habe ich als Blush benutzt, wenn ich mich mal jetzt geschminkt habe, bleibt. Too Faced, ja, habe ich weniger benutzt. Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich den behalten möchte oder nicht. Würde ich vielleicht doch eher aussortieren, weil es schade wäre, den einfach zu behalten, wenn es nicht meins ist. Also sortiere ich aus. Dann den Highlighter Let's Bold von The Balm habe ich nicht ausprobiert. Von L'Oreal. Und somit der letzte Lidschatten. Jetzt klebt das hier drin ganz gut. Die lösen sich manchmal vom Fändchen. Aber sonst tolle Farbe. Ich liebe gelben Lidschatten. Moment, es ging jetzt nicht zu swatchen, weil ich auf dem Finger das andere hatte. Aber es ist so buttrig und so schön. Hier. Genau. Bleibt. Von NYX hatte ich ja den Color Corrector in Gelb. Also der Gelbe wird höchstwahrscheinlich nicht unter den Augen angewendet, sondern wenn, dann auf dem Lid. Aber würde ich diese Palette nochmal kaufen? Eine Zeit lang habe ich echt Hit the Pan gemacht bei mehreren Farben. Das ist quasi dann meine zweite Palette. Ich würde sie persönlich nicht nochmal nachkaufen, weil ich einfach bessere Sachen kennengelernt habe, so wie vom Bäcker. Das gut gibt es ja nicht mehr, aber also Bäcker gibt es ja nicht mehr, aber das Präparat gibt es, meine ich, noch. Genau, würde ich dann im Prinzip nicht nachkaufen. Ich könnte gucken, ob meine Mutter das haben will, weil sie hatte die allererste Palette von mir dann auch gekriegt, wie ich dann die Farben, die ich aufgebraucht hatte, die restlichen nicht gebraucht habe, hat sie es benutzt. Könnte ich sie fragen, ob sie es haben will. Okay,
Pharmacy habe ich einmal die Maske und einmal den Moisturizer. Die bleiben erstmal beide. Ich habe sie nicht geschafft zu testen. Bleiben aber, weil sie sehr interessant für mich sind. Ich habe aber den Cleanser dazu halt aussortiert. Der ist aber nicht mehr hier. Den habe ich auf der Arbeit liegen lassen. Genau, also ich habe hier noch einen Moisturizer von Faszia. Den werde ich aussortieren. Das hat so, ich mache das jetzt nicht ganz auf, hat so goldene, also Blattgold drinne, 24 Karat. Sortiere ich aus. Ist mir einfach zu riesig, zu schnicki schnacki. Ein Bodyspray von Provin würde ich für den Sommer reinpacken, also in die Sommerkiste. Hier ist was von Clinique Aromatics Elixir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich habe es noch nicht benutzt. Bleibt erstmal. Von Yepoda habe ich hier eine Clay Mask. Zu Yepoda wollte ich erst noch ein Video machen. Deshalb habe ich es erstmal zugelassen. Okay, wir haben jetzt hier Natasha Denona. Ich musste es ein bisschen abkratzen, weil sich da wieder so eine Fettschicht gebildet hat. Ja, theoretisch hätte ich es nicht behalten, weil es als Highlighter natürlich nicht geeignet ist. Aber als Lidschatten ist der echt klasse. Gut, dann gehen wir mal über zu M. Asam Peeling. Ist fast leer, könnte auch im Projekt Empty landen. Die Body Butter habe ich noch zugelassen. Das ist ja meine zweite oder dritte, die ich auch selber nachgekauft habe. Die allererste hatte ich ja zugeschickt bekommen. Von Bettina Barty. Die zwei Body Teile bleiben, weil ich habe andere Bodyprodukte angewendet. Und zwar einmal das und einmal das. Also was auch immer und woher auch immer das hier kam. Royal Apotheke hat super gerochen. Ich war in irgendeiner Beautybox drin. Ne? Super gerochen behalte ich. Hier ist eine Hamamelis Cream, riecht auch super, so zitronig, das andere auch, aber in einem guten Zitronik, so Buttermilch, wisst ihr, was ich meine? Da ist auch nicht mehr viel drin, also Body habe ich versucht gut zu verwenden. Ein Cleansing Balm, den ich noch nicht angewendet habe von, oh, wie heißen die nochmal? Vanilla Co, genau, Vanilla Co. Da habe ich eins gehabt, das mochte ich nicht, hatte ich aussortiert im blauen Monat. Das hier ist die gelbe, die habe ich aber nicht angewendet, weil ich habe mich so ein bisschen mit Elemis auseinandergesetzt oder setzen müssen. Da kommen wir gleich mal zu. Und ich wollte ja ein Cleansing Balm Video machen, aber wie ich das schaffe, keine Ahnung aktuell. Ganzen Duschzeugs sind alle noch da, also alle so, hier ist fast weniger wie die Hälfte, hier fehlt auch noch ein bisschen. Hier hatte schon vorher ein bisschen gefehlt. Haarpflege habe ich jetzt auch dieses Spray gar nicht benutzt. Aber ich habe ein Waschgel aufgebraucht von Balea. Zeige ich euch im Aufgebraucht-Video, genau. Da habe ich hier so zwei Tiefenreiniger. Das muss alles im Projekt Empty landen, aber natürlich immer Stück für Stück. Nicht so, wie ich es vorher gemacht habe, so 50 Sachen. Ich werde das echt machen, da ich immer so 10 Stück oder 15, höchstens 20. Oh, jetzt übertreibe ich schon wieder. Also 10 bis 20 Artikel, damit ich auch schaffe, sowas auch leer zu kriegen. Dann haben wir hier Face Peeling von Unani. Ist so bis hierhin ungefähr. Bleibt. Genau, die Mumu Lotion von Avon, das ist die, die ich benutzt habe. Die andere hatte ich ja weggeräumt, das ist vielleicht die Hälfte drin. Kriege ich auch bestimmt leer. Dann meine aktuelle Zahnpasta, die ist nicht gelb. So, und nochmal eine Body Lotion von Bettina Barty. Also, ich muss darauf mal einen Fokus setzen, vielleicht im nächsten Monat. Das wäre dann der rote Monat. Aber da würde ich gern erst vom 1. anfangen, also vielleicht im April dann, den 1. April oder so. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, wie viele rote Produkte es sind. Vielleicht fange ich echt wieder mittendrin an. So, hier habe ich von Dr. Botanicals den Cleanser. Grapefruit und Watermelon. Ich wollte den wirklich, wirklich unbedingt ausprobieren. Aber ich glaube, ich sortiere den echt aus. Weil ich halt diesen Trip habe mit dem Cleansing Balm. Und weiß ich noch nicht. Also, ja, doch, ich sortiere es aus.
So, dann habe ich von L'Oreal das Shampoo bis hierhin aufgebraucht. Ich hatte auch ein, zweimal das Shampoo wegen dem Video beiseite gestellt und habe dann Ghoul weiterhin benutzt. Ja. So, ich muss mal hier gerade Platz schaffen, damit ich euch das mit Elemis mal genauer erzählen kann. Oh, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, den Cleansing Balm von Elemis habe ich jetzt dreimal angewendet. Leute, das ist so wie, also das brennt mir in den Augen. Da ist irgendein ätherisches Öl. Jetzt kann es natürlich sein, dass es natürlich ein älteres Produkt ist, ne? Und ich habe halt überlegt, mal ein anderes zu öffnen und zu gucken, ob das echt nur an dem liegt. Aber die riechen alle so mentholig. Na, vielleicht den hier, der riecht weniger mentholig. Also, dass ich echt mal ein anderes teste, weil der andere Cleansing Balm, der rosa, ne, war nicht so, also gar nicht, überhaupt nicht. Ich konnte sogar die Augen öffnen und sie haben nicht gebrannt, auch nicht wegen dem Duft, aber auch nicht wegen dem Produkt. Und hier bei Elemis ist jetzt das Problem, wenn ich es auftrage, ist es so mentholig, dass sogar wenn die Augen zu sind, die Augen brennen. Und bedeutet also, das, was schon offen ist, kann ich leider nicht mehr anwenden. Für mich nicht geeignet. Oder ich lasse es mal halt so offen stehen und hoffe, dass der Duft ein bisschen verdunstet. Das wäre noch eine Möglichkeit. Muss ich auf jeden Fall mal schauen. Also ich war sehr sad, weil Elemis liebe ich ja wirklich. Erst recht die Reinigungsprodukte eigentlich. Und ich habe jetzt so viel noch da. Und das ist ja das, was offen ist. Und ja, wisst ihr, was ich meine? Gut, ich würde vielleicht sagen, einfach, ich probiere es nochmal aus. Ich gebe einer anderen Miniatur die Gelegenheit, die Chance, weil es kann immer sein, dass ein Produkt liegt. Und ich hoffe nicht. Ansonsten habe ich in ganz groß noch die Rosane, das ist ganz cool und habe dann quasi Nachschub da. Genau, also das werde ich auf jeden Fall nochmal austesten. Das könnte man aber vielleicht, aber das dauert ja dann Ewigkeiten, bis ich mein Cleansing Balm Video mache, dann nochmal ausprobieren und eventuell entscheiden, das auszusortieren. Ja, also wenn ich es aussortiere, sind es dann echt 5 Produkte, die dann nochmal zusätzlich gehen. Aber das werdet ihr entweder in einem Aufgebraucht- oder in einem Declutter-Video von mir erfahren. So, ich gehe jetzt mal frühstücken. Vielleicht werde ich dann ja mal ein bisschen wacher. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao.